An die 20.000 Radler, Inlineskater und Wanderer bevölkerten erneut das Ahrtal zwischen Blankenheim in Nordrhein-Westfalen und Dümpelfeld in Rheinland-Pfalz. Früh am Sonntagmorgen trafen bereits Hunderte von Radlern aus nah und fern im malerischen Ahrstädtchen Blankenheim ein, um beim Startschuss der Tour mit dabei zu sein. Hauptsponsor der länderübergreifenden Veranstaltung war in diesem Jahr die Energie Nordeifel, kurz ENE. Über 30 Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers mit Sitz in Kall zeigten dennoch selber Flagge und schwangen sich mit aufs Rad. Die gefahrenen Kilometer des ENE-Teams wurden finanziell vergütet und kamen ENE Jode Zweck zugute, wie auf den T-Shirts der Energieexperten zu lesen war. Landrat Günter Rosenke traf diesmal ganz unverhofft in Zivil ein. Er hatte mit dem Radaktionstag des Kreises Euskirchen vor vielen Jahren den Grundstein für die Tour der Ahrtal gelegt. Aufgrund einer Verletzung konnte er sich diesmal aber leider nicht mit aufs Rad schwingen. Meine lieben Fahrradsportfreunde, der Kreis Euskirchen, familienfreundlich, fahrradfreundlich, bietet Ihnen wieder etwas, wo wir damit rechnen, Herr Bürgermeister, dass die Zahl von 20.000 Teilnehmern, wie wir die im letzten Jahr hatten, wieder überboten wird. Das heißt, dass wir also hier wieder etwas für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Gäste tun. Das freut uns ganz besonders. Und der Bürgermeister hat es gesagt, das können wir alles nicht alleine schaffen. Da brauchen wir also auch die entsprechenden Sponsoren. Gemeinsam mit Blankenheims Bürgermeister Rolf Hartmann gab Landrat Günter Rosenke den ohrenbetäubenden Startschuss und eröffnete damit die Tour der Ahrtal 2011. Hunderte von Radlern, aber auch Inlineskatern machten sich so dann auf den Weg Richtung Rheinland-Pfalz. Immer wieder gab es am Wegesrand Möglichkeiten, eine Rast anzulegen und sich zu stärken. In Adorf beispielsweise ging es fast zu wie auf einem Rummelplatz. Die Uedelhofer Musikanten begrüßten die eintreffenden Radler mit zünftiger Blasmusik. Am Stand der ENE konnte man seine müden Füße mit Erfrischungsspray bearbeiten. Der Nationalpark Eifel und viele andere Institutionen sorgten hier für einen informativen Aufenthalt. Und natürlich war auch für das leibliche Wohl gesorgt, sodass Bürgermeister Hartmanns Leitspruch, das Schönste am Radfahren sind die Pausen, wieder einmal voll zuzutreffen schien.